Oh, 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 oh. Oh, 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 was ist da los? New Blue Diesel im Finale, 34-04. Ursas mit Problemen. Und das klang ganz komisch aus dem Blue Diesel. Es klang so, als ob ihm Schlauch ab wäre. Ja. Das sah am Start so vielversprechend aus. Das gibt's doch gar nicht. Und sofort analysieren. Okay. So. Für ihn auf die Bahn. Ladeluftkühler anscheinend schon wieder repariert. Der war richtig Schrott. Das ganze Seitenblech ist abgeflogen, war total verwogen. Kann man nichts mehr von sehen. Alles in Ordnung. Mirko Pöllmann, Red Devil, los geht's! Das ist hier eine Parallele zum Sonsbecker Haufenberg. Ist er gar nicht. Und im Sonsbeck ist er auf der rechten Seite auseinandergeflogen und diesmal links. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und Daniel Wassenberg, der steht hier und sagt, ich habe ihm gesagt, nächstes Mal links. Und tatsächlich, es knallt schon wieder. Bei Mirko Pöllmann, Red Devil, aber es ist eine neue Messweite, 97-01. 97-01, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es gerade noch gesagt, letzte Woche in Sonsbeck hat es auch geknallt. Ladeluftkühler.